Hallo meine Lieben, mein Name ist Weibert und ich bin wieder on Tour. Ich habe mir was im Aldi gekauft, also Aldi Schweiz. Ich habe mir ein sehr, sehr günstiges Messer gekauft und ob es billig ist, will ich heute rausfinden. Ich werde es dafür benutzen, mein Lager aufzubauen, also Heringe zu schnitzen, das Feuer zu entfachen, ob das überhaupt mit dem Messer geht, und hacken. Ich weiß nicht, ob das Messer das alles aushält. Der Preis von dem Messer ist 11 Franken. Ich habe das Messer noch nicht ausgepackt. Ich packe es jetzt mit euch aus. Das Messer kommt in einer Nylonscheide. Und man hat hier den Gürtel. Also wenn man das Messer ausziehen will, muss man jedes Mal den Gürtel öffnen. Ich erzähle euch noch was zu dem Messer, weil ich habe nur die Informationen, die hier hinten draufstehen. Es hat einen ergonomischen Griff, einschließlich Gürteltasche, die Nylontasche. Die Größe ist 29 cm, die Klinge 16 cm, also nicht mehr 42A konform. Das Gewicht ist 246 Gramm und nicht für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Das ist alles, was hier draufsteht. Den Rest müssen wir ausprobieren. Ich packe es jetzt aus. Da haben wir das schöne Stück. Es ist leicht ölig hier oben drauf. Also vermute ich, dass das eher ein Stahl ist, der vielleicht rostet, weil ich habe keine Informationen zum Stahl. Hier hinten ist ein gummierter Griff mit Hartplastik. Es hat eine geschwungene Klinge. Finde ich optisch sehr schön. Aber manchmal ist es zum Benutzen nicht ganz so. Dann hat es hier oben diese Möchtegern-Säge. Das gefällt mir gar nicht. Ich mag es, wenn es hier oben glatt ist, um den Feuerstahl zu benutzen. Ich bin ja gespannt, ob wir den benutzen können. Also mache ich jetzt den Lagerplatz parat und dann geht's los. Nummer 1 Hammer. Jetzt noch Nummer 2. Nehmen wir die Seite. Es ist aber nicht so scharf wie das TB Outdoor. TB Auto habe ich jetzt ein Dreivierteljahr im Einsatz und ich musste es noch nie nachschärfen und es ist immer noch scharf wie in Auslieferung. Es ist scharf, aber es ist nicht wirklich scharf. Also das Schnitzen von groben Sachen ohne Probleme. Feine Locken kriegt man auch runter, aber es ist nicht so. Es ist halt nicht wie das 200-Euro Messer, es ist halt ein Messer für 11,95. Gut, Heringe reinklopfen. Ich hoffe, ihr seht das. Also da kommen auch ganz feine Späne runter. Sehr gut. Ich habe jetzt hier meine Schnur, die mache ich noch ein bisschen kürzer. Und dann der Hering drüber schräg machen, eindringen. Gut. Andere Seite. Na,
Also mit der flachen Seite schlagen ist sehr gut. Hier drauf ohne Probleme. Macht das jetzt, was ich gemacht habe, alles mit. Ich will jetzt noch den Batoning-Test machen oder das Holz spalten. Sollte von der Dicke passen. Funktioniert. Funktioniert soweit. Den Ast hat es auch mitgenommen. Also bisher ganz okay. Also das Messer macht bisher die Arbeit, die es machen soll. Und das für 11,95. Wir testen jetzt mit dem Messer, ob wir damit ein Feuer ankriegen, ob wir den Feuerstahl damit bedienen können, ohne die Klinge zu benutzen. Ich bin gespannt. Ich habe mir jetzt eine Unterlage gemacht. Dann habe ich meine Watte, die mit Wachs getränkt ist, auch schon aufgeraut, dass da kleine Härchen rauskommen, kleine Fasern, die sich dann entzünden können. So. Das legen wir jetzt hierher mit den anderen. Das Blatt muss noch raus. So. Hier mit der Rückseite werde ich das nicht machen. Ich kann probieren, hier hinten die kleine Ecke zu nehmen, die gerade ist. Ja, mal sehen, ob das geht. Das funktioniert. Und sonst hier unten die Fingermulde. Funktioniert auch. Also der Rücken ist scharf und das unten auch. So, jetzt lege ich an. Probiere es erst mit dem Rücken. Funktioniert. Feuer gemacht. Sehr gut. Ich bin ja hellweg begeistert von dem Messer für 12 Franken. Also 11,95. So, meine Lieben, was soll ich dazu sagen? Ich habe ja gestern mit dem Messer gearbeitet, habe heute Nacht noch mal drüber geschlafen und eigentlich habe ich von dem Ding gar nichts erwartet. Ich dachte eigentlich, das ist so Schrott wie Wolfgangs, aber das Messer ist viel besser als Wolfgangs Messer. Ich habe es jetzt natürlich nicht im Langzeittest gehabt, aber es, außer die Scheide könnte besser sein, bin ich ehrlich. Aber sonst ist das für 11,95 ein gutes Einsteigermesser. Ich bin komplett überrascht. Ich hoffe, ich konnte euch mal was zeigen, was günstig ist und was ihr haben könnt oder was ihr, wenn ihr anfangen wollt, euch holen könnt. Ich bin wirklich baff, dass das Ding so gut ist. Also ich würde sagen, ich verabscheue mich jetzt mal. Hier sind andere Videos von mir. Hier ist mein Zweitkanal. Und damit sage ich... Ciao!